Was geht ab, Leute? Es ist Mittwoch und es gibt heftigste News. Und zwar mein Psychologiestudium steht an. Ich war ja letzten 4 Tage am Gardasee in Arco. Und sprich, mein Studium läuft deswegen eigentlich schon seit 2 Tagen. Sprich, heute ist eigentlich schon der 3. Tag meines Studiums und ich habe es mir noch gar nicht angeschaut. Aber jetzt seid ihr live dabei, wo ich zum allerersten Mal reinschauen werde. Beziehungsweise ich kenne die Umgebung schon ein bisschen, aber ich habe noch keine Ahnung, wie das hier so wirklich konkret abläuft. Und ich glaube auch, dass eine der ersten Aufgaben irgendwas mit einem Buddy ist. Also ich mache irgendwas mit wem anders übers Internet gemeinsam. Vielleicht hat er mir schon eine Mail geschrieben und denkt sich so, what the fuck, was ist das für ein Spaß? Das Studium geht schon über 50 Stunden und der hat sich noch nicht gemeldet. Deswegen lass uns einfach reinschauen. Also, dann lass doch mal gucken, ob wir hier irgendwo was finden. Also erstmal abchecken, ob hier irgendwo was ist. In den Mails. Keine neue Mail. Okay, krass. Eigentlich müsste noch eine Mail gekommen sein. Aber gut, wenn keine Mail gekommen ist, dann machen wir es mal. Ich weiß überhaupt nicht, was darf ich euch denn da zeigen? Ich meine, es ist doch schon irgendwie sensibel, oder nicht? Ja, ich glaube, ich zensiere dann einfach zur Not irgendwas. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Ja, schaut, da geht schon los, dass ich euch das nicht zeigen darf. Das heißt, kurz erkannt. Okay, what the fuck? Okay, eigentlich ist das voll geil hier. Man hat hier oben immer einen Kurs und dann ist es so. Also um euch das zu erklären, das ist eigentlich voll geil. Also, ich habe in einem Semester, sprich 1,5 Jahr, weil ich Vollzeit mache, 2 Module. Und diese 2 Module bestehen aus jeweils 4 Kursen. Also zumindest Modul 1 besteht auf jeden Fall aus 4 Kursen. Und das bedeutet, wenn wir jetzt nur Modul 1 betrachten, sprich die Hälfte von meinem Studium pro Halbjahr, dann habe ich sozusagen 4 Kurse, die ich alle mache. Und wenn ihr euch das so als Timeline hier in meinen Fingern so runter vorstellt, sprich, das bedeutet, dass alle Kurse gleichzeitig laufen und ich sozusagen die erste Woche aus dem einen Kurs mache, die erste Woche aus dem anderen Kurs, die erste Woche aus dem anderen Kurs, erste Woche aus dem anderen Kurs. Sprich, ich mache alle 4 Kurse parallel und jetzt bin ich hier sozusagen auf dem einen Kurs und jetzt ist das hier so, dass ich quasi hier steht jetzt Psychologie als Wissenschaft, hier stehen dann dazwischen die Aufgaben und dann steht hier unten Bearbeitungszeitraum 2.10. bis 8.10. Sprich, ich habe jetzt 1 Woche, diesen kleinen Teil aus dem Kurs zu machen. Und dann, wenn ich hier runtergehe, kommt der nächste Teil und der ist aber erst verfügbar ab 9. Oktober. Sprich, ich mache hier einfach in den 4 Kursen, mache ich einfach in jeder Woche meine Sachen runter und mit jeder Woche habe ich sozusagen eine neue Aufgabe mehr frei und die mache ich dann wieder und die mache ich wieder und die mache ich wieder und das eben in allen 4 Kursen. Und das ist irgendwie voll geil, deswegen ich check das jetzt mal ab, was ich hier zu tun habe. Okay, ich soll im Forum eine Eisbrecherfrage beantworten. Eisbrecher. Das ist ultra lustig, weil es sind also jetzt mal ohne Spaß, okay? Ich muss jetzt mal, also ich verstehe schon, dass man irgendwie im Online-Studium versucht, die Leute trotzdem irgendwie ein bisschen zu connecten. Aber ohne Scheiß, das kommt mir vor, als wäre ich im Kindergarten. Ich soll hier eine Eisbrecherfrage beantworten.
Beispielsweise soll ich hier sagen, was denn mein Lieblingslernort ist, was mein Lieblingslernaccessoire ist. What the fuck is that? Und keine Ahnung. Nee, ich glaube, ich beantworte keine Einsprecherfrage, das ist mir zu bescheuert. Ich meine, ich kann ja nicht 2000. Das sind bestimmt interessante Leute dabei, aber ich kann ja nicht mit 2000, 3000 Leuten einfach so random in Kontakt treten im Sinne von: Hey, was machst du? Hey, was machst du? Hey, was machst du? Das heißt, ich check das jetzt ab. Ich habe es gerade schon geschaut, was ich zu machen habe für mein Lernen. Und zwar darf ich mir jetzt hier beispielsweise ich habe hier quasi 7 Schritte und dann ist der Kurs und also der Teil von dem Kurs für die Woche eben fertig. Das heißt, ich habe Vorlesung 1.1, Vorlesung 1.2, Vorlesung 1.3, Quiz zu Vorlesung 1.1, Quiz zu Vorlesung 1.2, Quiz zu Vorlesung 1.3. Dann noch irgendwelche Forenfragen und sonst was und dann höre ich mir noch einen Vodcast an oder schau mir den an, keine Ahnung. Also Jungs, ich probiere es und Mädels natürlich, ich probiere es einfach mal aus und dann sage ich euch später Bescheid, wie ich das fand. Hour later. Jetzt mal ohne Scheiß. Jeder Drittklässler weiß, dass eine PowerPoint-Präsentation aus ein paar Bildern bestehen sollte und nicht einfach nur das, was man sagen möchte, auf die PowerPoint klatschen möchte. Aber genau das hier wird gemacht, ist für mich in Ordnung und hilfreich, weil ich kann es einfach lesen, anstatt zuzuhören. Aber trotzdem, what the fuck? Und gleichzeitig, das ist so, ich weiß nicht, ich will mich so, ich denke mir so, boah, wenn ich das machen würde, wäre es so viel cooler, weil das ist wirklich so, es wird so richtig abgearbeitet. So, ja, okay, dann ist also erst wurde jetzt so die Definition von Psychologie erklärt und dann so richtig aufgegliedert die ganzen Punkte und dann so, und dann kommt nur so der Kommentar. Gut, jetzt haben wir die Definition von Psychologie abgearbeitet. Abgearbeitet. Ich meine, diese Wortwahl zeugt doch einfach davon, was einfach, wie das Ganze angegangen wird. Das ist doch so traurig, oder nicht? Ja, ich fühle mich schon wieder wie in der Schule, aber dadurch, dass es so klar und strukt und so auf die Sachebene bezogen ist, kann ich es natürlich auch schneller lernen, weil ich mache einfach doppelte Geschwindigkeit, zack, okay, liest du durch, bam, 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 bam. Und dann ist alles cool. Jetzt darf ich erstmal noch in unserem Textbuch Kapitel 1.1, was macht Psychologie einzigartig lesen. Und da habe ich ein geiles Paket bekommen. Hier. Irgendwo. Das heißt, werde ich jetzt mal öffnen, weil das müsste das Buch sein. Da bin ich ultra gespannt drauf, wie das aussehen wird. Deswegen mache ich das jetzt auf. Da-da-da-da. Ja, das sieht doch eigentlich ganz geil aus. Also, das Buch, nicht die. Auch wenn die echt sympathisch ausschaut. Always learning, Alter, das ist geil. Das ist mein Motto. Always learning. Das ist nice. Also, auf damit. Zack. Ohne Spaß, das ist gar nicht mal so einfach mit einer Hand das hier alles zu machen. Das darf ich euch jetzt wahrscheinlich zeigen, weil das kann sich ja jeder bei Amazon kaufen. Oh shit. Ich hoffe jetzt, dass es das richtige Buch ist, also schon das richtige Buch ist. Psychologie als Wissenschaft steht hier. Psychologie als Wissenschaft. Holy shit, 26 Seiten, wollte ich mich verarschen. Und hier. Fuck, hier steht, was macht Psychologie so einzigartig? Fuck, ist es das? Wobei, es hieß ja 1.1, so heißt, wenn ich jetzt hier. Ja, seht ihr das? Bitte schauen. Was macht Psychologie einzigartig? Yes, vor allem 1.1, das sind nur 2, 3 Seiten. WTF, jetzt mal ohne Scheiß. Ich dachte, das wird voll der Aufwand, aber. Wenn ich jedes Mal nur, wie viel war es jetzt? Ich musste eine Stunde Vorlesung mir anhören für den einen Kurs. Sprich eine halbe Stunde, wenn ich es mir auf doppelter Geschwindigkeit anhöre. Und wenn ich jetzt für überall, keine Ahnung, 10 Seiten insgesamt lesen soll pro Kurs, dann sind das 40 Seiten. Das heißt 2 Stunden anhören, 40 Seiten lesen und 12 Quiz machen. Das ist ja voll geil. Alles klar, was es da auch noch gibt, ist ein Buddy-Programm, sprich man wird halt mit einem Zufälligen aus allen Studierenden zusammengeworfen und dann lernt man sich so kennen.
Das ist erstmal die erste Aufgabe und das ist ultra lustig. Das sind so 12 Fragen und man merkt halt voll, dass das so von irgendeiner Lehrerin überlegt ist und dann so, oh, wie könnte ich irgendwas machen, was irgendwie lustig oder cool ist. Das ist halt ein bisschen witzig. Aber ich glaube, meine Buddyin, ist voll nett und da bin ich ultra gespannt drauf, weil ich denke mir eigentlich so, ja, eigentlich mache ich, weil man muss es nicht machen, man kann auch keinen Buddy haben, ist man halt Einzelgänger so. Und das ist ja eigentlich schon irgendwo auch so mein Ding, weil ich mir denke, keine Ahnung, ich studiere es einfach und ich brauche keine zusätzliche Unterstützung oder Motivation halt von irgendwem, was halt das Hauptziel von diesem Buddy-Programm ist. Aber irgendwie denke ich mir, hey, ich probiere es trotzdem aus, weil vielleicht ist die Person ja voll cool und dann kann ich die kennenlernen, dann, keine Ahnung, ist es ja einfach voll geil, dass man einfach jemanden hat, mit dem man das irgendwie gemeinsam machen kann und vor allem kann ja da auch was ganz anderes entstehen. Was mit dem Studium überhaupt nichts zu tun hat. Ich meine, vielleicht mag ich das Mädchen einfach so, oder die macht auch irgendwas, Public Speaking oder sonst irgendwas, weiß man ja nicht und deswegen will ich das auf jeden Fall trotzdem machen. Aber jetzt muss erstmal Schluss mit Studium sein, also reicht schon wieder nach 1,5 Stunden oder 2, weil ich habe jetzt nur noch 1 Stunde, um den Vlog zu machen, das schaffe ich never ever. Never ever, vor allem, weil das hier noch aussteht und das dauert so ewig. Deswegen, ja, mal gucken, aber das mit dem Vlog muss ich mir irgendwie noch hinbekommen. Linda! Ich bin gerade ultra happy. Oder so boom boom, weil ich gerade so einen geilen Song angehört habe. Wie geht's dir? Interview mit Rob ist gedreht. Also es ist gedreht. Gedreht ist ja schon länger, aber es ist vor allem fertig gemacht. Wartet. Blick hinter die Kulissen. Pop. Da ist es. Junge, erfolgreich werden. Einfach sein eigenes Ding machen. Robert Gladitz. Im Interview. Freut euch drauf. Mittwoch kommt's, es ist echt nice geworden, weil es einfach nicht so krass, oh ja, wir müssen jetzt das besprechen, das. Es ist einfach geil, persönlich, auf Augenhöhe, richtiges Hin und Her. Freut euch drauf. Und ich treffe ihn um 16.30 Uhr gleich mit dem Chris. Ja, werdet ihr dann wahrscheinlich auch sehen. Aber jetzt werde ich noch kurz die Zeit nutzen, um noch ein bisschen weiter zu studieren. Okay, Planänderung. Ich bin schon fertig für diese Woche, weil... Einfach mal, lass mich kurz rechnen. Ein Viertel? Ja, ein Viertel. Nur ein Viertel des gesamten Umfangs wird in der ersten Woche gefragt. Sprich, ich habe sozusagen, sagen wir einfach, ich habe 8 Kurse und in der ersten Woche finden nur 2 davon statt. Deswegen muss ich gar nichts mehr machen. Voll geil, das heißt, ich habe die restliche Woche frei für richtigen Hustle. Und ich will, das bedeutet, dass ich richtig, richtig angreifen kann. Und da seid gespannt drauf, weil jetzt habe ich wirklich eine klare Struktur von allem. Jetzt geben wir richtig Gas, Leute. Also Leute, ich habe mich jetzt schon... Warte, ist das mit dem Licht richtig? Ich will das unbedingt hinbekommen. Ah, ja doch, man müsste mich gut sehen. Weil ich will das mit dem Licht öfter beachten. Ich meine, wenn ihr meine Vlogs schaut, dann solltet ihr auch was von mich sehen. Von mir sehen. Alles andere wäre vollkommen sinnlos. Auf jeden Fall. Ich habe hier so einen Chris getroffen. War mega cool, mega deep. Deswegen habe ich auch nichts gefilmt, aber ich habe es euch ja gerade in der letzten Sequenz, wenn ich mich noch richtig erinnere, ja schon gesagt, jetzt geht's richtig los. Ich habe meine Struktur, ich weiß genau,
was ich wann mache. Ich habe jetzt mein Studienjahr jetzt heute auch schon den zweiten Tag was gemacht. Es macht ultra Spaß, das Ganze zu lernen. Ich merke auch, hey, das ist eigentlich vielleicht gar nicht so aufwendig. Ich weiß, am Anfang sind noch gar nicht alle Teile zu machen, aber ich schau mal und ich habe eigentlich einfach mega Bock drauf. Ich habe jetzt auch einen konkreten Plan davon, wie ich mit meinen Seminaren, Coachings, Vorträgen und so weiter weitermache. Gründe jetzt bald mein erstes Unternehmen. Gilt das schon als das? Ich glaube, ich melde eine freiberufliche Tätigkeit an oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall ultra geil. Und heavy, heavy shit, ich sag's euch. Es geht davon ab. Ich bin mega happy, das muss ich jetzt auch heute mal sagen. Man kann ja vielleicht denken, so, oh shit, so, ja, beim Leo geht's, Leo gibt voll Gas, aber so, dass es für mich irgendwie auch so voll hart ist und das ist es manchmal auch. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ey, ich habe am Tag so viele Glücksgefühle, weil ich einfach nur merke, holy fucking shit. Es geht einfach wirklich was voran. Ich habe gerade gesehen, dass ich das mit der Beleuchtung gar nicht mal so gut hinbekommen habe. Aber irgendwie müsste das schon so passen. Ich kann mich einfach ein bisschen so zurücklehnen und dann leuchtet das Licht so viel besser in mein Gesicht. Aber ohne Spaß, Leute. Es geht so heftig vorwärts. Und wenn du das merkst, dieser Drive ist alles. Da musst du ja auch nicht mehr so viele Gedanken über, bin ich dafür motiviert genug? Nein, weil du weißt, du hast da ein Ziel. Du hast eine Vision, die du unbedingt umsetzen möchtest, weil du Bock drauf hast. Und dann ist das wie, du musst dich nicht mehr selber schieben, sondern du wirst von deinem Ziel, von deiner Vision an der Schnur gezogen. Deswegen machen wir in meinen Seminaren ja auch, legen wir da so viel Fokus auf die Vision, weil das einfach so wichtig ist. Und dann, ich habe es gerade in meiner Instagram-Story schon gesagt, dann fängst du einfach an, deine Schritte zu gehen. Und dann bist du schon erfolgreich. Denn Erfolg ist für mich nicht irgendein Level, auf dem du dich befindest, sondern immer wieder ein Level höher zu gehen. Immer wieder ein Level höher zu gehen. Das bedeutet, wenn du von Level 1 auf Level 2 gehst, bist du genauso erfolgreich wie jemand, der von Level 87 auf 88 geht. Und wenn man das realisiert und versteht, dass man in jedem Moment anfangen kann, dass man jeden Tag anfangen kann, das Ding einfach zu machen, was man machen möchte. Oder wenn man noch nicht dazu in der Lage ist, die Schritte zu gehen, die einen in die Situation bringen, die einem dann erlaubt, sein Ding zu machen. Und ich sag's euch einfach nur, ich bin so krass glücklich mit der Entwicklung. Alles geht einfach nur ab. Und mir macht es, ich habe am Tag so viele Glücksgefühle, wenn ich vom Sport heimkomme, wenn ich ein YouTube-Video fertig gemacht habe, wenn ich eure Kommentare lese, was in letzter Zeit ultra zunimmt. Deswegen danke, danke, danke dafür. Bedeutet mir mega viel. Ich meine, mir wird's alleine schon Spaß machen. Das Ganze, wenn ich das Ganze machen würde, für mich einfach nur, wird schon, mir schon mega mäßig viel Spaß machen. Aber doch, dass ihr auch noch dabei seid. Traum. Traum. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich lese jeden Kommentar. Ich antworte jeden Kommentar, jede private Nachricht auf Instagram. Ich feier's. Danke, dass du dabei bist. Ich hab euch ganz so lieb. Und wir sehen uns am Montag. Macht es euch selbst. Und eurem... Nein, das sagen wir noch. Mach aus dir selbst und deinem Leben ein Meisterwerk.